Herzlich willkommen, liebe Hochgepoker-Zuschauer, zu unserem zweiten Wettstudio. Heute hier aus Rheinweg bei Hamburg, aus meinem Homeoffice. Ja, letzte Woche sind wir gestartet, hatten auch schon Tickets zum Verlosen. Wir werden auch zukünftig regelmäßig Tickets verlosen, unter anderem für Heimspiele von Hertha BSC, von Werder Bremen. Auch englische Clubs haben wir Zusagen interessant, Man City, Leicester City. Lasst euch überraschen, also es wird regelmäßig stattfinden, das muss alles erstmal anlaufen und wir müssen auch unsere Partner natürlich von dieser Sendung überzeugen und wir haben auch schon ein paar gute Feedbacks bekommen. Also, erstmal ein kleiner Rückblick von letzter Woche. Die Auswertung des Promi-Tipps von dem Thomas Trabulsi. Er lag bei einigen Dingen daneben. Kann passieren. Vor allen Dingen natürlich, wenn ein paar Dinge eintreten, ein paar Überraschungen. Und meine Tendenz und meine Wetten, da war ich sehr mit zufrieden. Ich habe eigentlich von 9 Bundesliga-Partien 7 richtig vorhergesagt. Nicht als genauer Tipp, aber als Tendenz. Und wenn man hier meinen Zettel so sieht, ich habe vor allen Dingen, lag ich richtig mit dem HSV-Heimsieg, habe mich natürlich sehr gefreut. HSV war ja zu Hause gegen Hertha BSC kein Favorit. Ich habe gesagt, HSV tut sich gegen gute Gegner leichter und das war auch so. Also 2:0 verdienter Sieg vom HSV gegen Hertha. Dann hatte ich auch unentschieden Mainz-Darmstadt gut vorausgesagt. Frankfurt-Ingolstadt war eine Bank. Auch Schalke in Köln habe ich Tendenz Schalke, also mit x2. Beim Topspiel Bayern habe ich 1x, also Bayern, Entschuldigung, Dortmund und unentschieden, richtig vorhergesagt, zumindest als unentschieden. Und auch, dass Wolfsburg gegen Gladbach gewinnt, weil Wolfsburg für mich jetzt nochmal so die Kurve gekriegt hat und auch eine Mannschaft mit sehr positiver Tendenz jetzt ist. Wo ich völlig daneben lag, ist bei Hoffenheim. Ich habe gedacht, dass Hoffenheim in Stuttgart doch eine Chance hat. Die haben dort klar verloren in Stuttgart und damit lag ich auf jeden Fall falsch. Und Augsburg-Leverkusen hatte ich Sieg Augsburg, die 1. Ja, 3:0 Führung für Augsburg. In der letzten Minute noch das 3:3 kassiert im Elfmeter. Ja, das ist Fußball, kann man so schön sagen. Das war dann doch ein interessantes Spiel mit 3:3 am Ende. Gab es dann doch ein Unentschieden. Dann Werder gegen Hannover, habe ich auch klar gesagt, Heimsieg. Und so war es ja auch. Also, letzte Woche lag ich eigentlich ganz gut. Da hätte man was draus machen können. Jetzt kommen wir aber zunächst erstmal zu unserem neuen Promi-Tipp. Und dort werde ich jetzt gleich den lieben Sergej Barbares anrufen. Der hat mir zugesagt, heute seine Tipps abzugeben. Sergej Barbares hat gespielt in Hamburg, in Dortmund, in Leverkusen, hat also eine Menge Erfahrung und ist auch dem Pokersport einigermaßen verbunden. Also er spielt aus Hobby einige Turniere mit, ist also anzutreffen in Deutschland und Österreich des Öfteren. Und ich habe ihn gefragt, ob er diese Woche für uns tippt und er hat natürlich ja gesagt. Und jetzt rufe ich ihn live an für euch und hole mir die Tipps fürs Wochenende. Also, mal sehen, ob wir Sergej jetzt gleich erwischen. Aha, es klingelt. Hallo. Hallo Sergej, Jan-Peter Jachtmann, ich grüße dich. Ja, wir sind jetzt hier live im Wettstudio vom Hochgepokert und jetzt werde ich dir mal die Tipps vorlesen, also beziehungsweise die Spiele vorlesen und dass du uns deine Tipps für die Bundesliga an dem kommenden Wochenende bitte gibst. Wir sind ganz gespannt. Ich fange mal an mit der ersten Partie, das ist schon am Freitagabend, Hertha BSC gegen FC Schalke 04. Völlig einfach Ergebnis. Ergebnistipp, Ergebnistipp bitte, Ergebnistipp. 0:2. Dann haben wir die nächste Partie am Samstag. Hannover 96 gegen den ersten FC Köln. 3:1 für Hannover. Das ist schon mal eine kleine Überraschung, die Serie tippt. Finde ich super. Dann haben wir FC Ingolstadt gegen den VfB Stuttgart. 1:1. Dann die nächste Partie. Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. 3:0 für Gladbach. Dann Darmstadt 98 zu Hause gegen den FC Augsburg.
0:0. Dann haben wir Hoffenheim zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. 0:2. Dann kommt der FC Bayern zu Hause gegen Werder Bremen. 4:0. Dann Bayer Leverkusen gegen meinen Lieblingsverein und auch du bist Sympathisant, das weiß ich noch, HSV. Also Leverkusen HSV, auch am Sonntag spielen die, 15:30. 1:1. Und dann haben wir als letztes Spiel vom Wochenende am Sonntag, 17:30, Borussia Dortmund zu Hause gegen den FSV Mainz, 0:5. 2:0 für den Dortmund. Super, Serge, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Wir werden das natürlich beobachten, deine Tipps, und ein bisschen auswerten. Alles Gute und bis demnächst. Vielen Dank, ciao. Vielen Dank. Tschüss. Alles Gute, ciao, tschüss. Ciao. Okay, vielen Dank, Sergej, dafür. Und jede Woche werden wir, wie gesagt, einen interessanten Experten, einen Prominenten euch hier präsentieren. Und wir haben da schon ein paar gute Namen im Gespräch. Lasst euch überraschen. Jede Woche wird es einen Promi-Tipp geben. So, jetzt zu meinem persönlichen Ausblick auf den kommenden Bundesligaspieltag. Fangen wir halt auch hier mit den Partien an. Freitagabend schon Hertha BSC gegen Schalke. Ich glaube hier an Schalke. Ich glaube, dass Hertha jetzt tatsächlich so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommt, dass sie den dritten Platz auf Dauer nicht halten werden, und gerade so ein direktes Duell ist eminent wichtig. Schalke hat jetzt doch einen Aufwärtstrend, da läuft es jetzt, und ich glaube, dass Schalke hier gewinnen kann. Minimum Tendenz x2, wenn man einen Sicherheitstipp machen möchte. Ich glaube hier nicht an Hertha BSC. Dann nächstes Spiel, Hoffenheim-Wolfsburg. Auf Wolfsburg, wie ich eben schon erwähnte, ist eine Mannschaft, die jetzt, glaube ich, nochmal die Kurve kriegt und einen kleinen Lauf bekommt. Sie haben auch in der Champions League jetzt in der Woche doch relativ ungefährdet das Viertelfinale erreicht. Ein Riesenerfolg für Wolfsburg. Die ganze Mannschaft, die mir auch zum Teil bekannt ist durch den Kontakt auch zu Max Kruse, mein Freund dort, der das spielt, aus Rheinbeek hier übrigens. Wir haben, glaube ich, jetzt so sich wirklich zusammengefunden und wollen auch unbedingt noch es schaffen, langsam noch an die Champions League Plätze noch wieder ranzukommen. Dadurch wird es auch hier ein offenes Spiel, nämlich Wolfsburg reicht auf keinen Fall einen Punkt und genauso wie Hoffenheim nicht. Es wird also ein Spiel, nach meiner Meinung, mit vielen Toren, und deshalb habe ich mir hier so, finde ich sehr interessant, diese Over, also über 2,5 oder 3,5 Tore, dass dort Minimum im Spiel also 3 Tore fallen, das wären over 2,5 Tore. Dafür gibt es eine Quote bei Bet at Home von 1,52, und über 3,5 Tore gibt es sogar eine Quote von 2,26 bei Bet at Home, die ich mir herausgesucht habe. Das heißt, es, nach meiner Meinung, fallen dort viele Tore, es wird ein offenes Spiel werden. Es kann genauso gut 2-2 ausgehen oder auch, ich sag mal, 3-1 für eine Mannschaft. Eher für Wolfsburg, nach meiner Meinung. Aber ist eine interessante Geschichte. Guckt euch mal die Übertorwetten an, also über 2,5 oder 3,5 Tore. Nächstes Spiel, Hannover 96 gegen Köln. Da hatte der Sergej Barbaris auf Hannover gesetzt. Ja, würde ich jetzt nicht so persönlich drauf setzen. Ich tippe eigentlich eher, wenn man so Köln auch erlebt hat, ich tippe da wieder auf so ein 1-1, auf so ein Unentschieden. Das heißt, da kann man direkt X tippen. Wer aber hier zu Hause auf Hannover doch glaubt, dass Hannover nochmal was reißen kann, und die müssen sicherlich auch, die müssen halt, also auch für die ist es halt eine der letzten Chancen, überhaupt nochmal irgendwie von sich reden zu machen, überhaupt nochmal ranzukommen. Deshalb auf Hannover auf die 1, also Heimsieg, gab es immerhin 3,25, auch eine schöne Quote. Ansonsten halt für mich ist es ein Unentschieden. Dann Gladbach gegen Frankfurt, für mich die Bank 1, Frankfurt, übrigens habe ich den Trainerwechsel auch vorausgesagt. Ich habe letzte Woche gesagt, für Frankfurt wird es schwer, auch hier könnte der Trainerwechsel, ein Trainerwechsel bald von sich gehen, und tatsächlich war das richtig. 3 Tage später, Frankfurt nicht gewonnen gegen Ingolstadt, und der Armin Fehl wurde entlassen.
Jetzt ist Niko Kovac mit seinem Bruder als Duo dort Trainer. Sicherlich werden die nochmal Disziplin und auch nochmal das schaffen, die Mannschaft zu motivieren. Aber von der Qualität her, ich glaube nicht, dass es ihnen gelingt, in Gladbach zu bestehen. Ich glaube für mich Gladbach Heimsieg, für mich eine Bank mit 1,58 auf Gladbach kann man auf jeden Fall für mich eine der besten Quoten, die man dort tippen kann, jetzt zum nächsten Spieltag. Dann Ingolstadt-Stuttgart, schwierig, auch Tendenz eher so unentschieden. Ingolstadt holt sich die Punkte überall irgendwie immer. Aber Stuttgart doch sehr stark und in den letzten Wochen und konstant mit vielen Toren. Ich traue Stuttgart eine 2, also einen Auswärtssieg zu und gibt es auch auf Stuttgart immerhin 2,47. Halte ich auch für interessant. Darmstadt-Augsburg ist für mich ein Unentschieden. Kann man also für mich klar auf ein Unentschieden tippen. Auch wieder so ein 0-0-Spiel, auch wie Serge Barbares zum Beispiel sagte, auch 0-0. Bayern-Bremen. Bayern wird zu Hause dort keine Mühe haben und wird deutlich gewinnen. Ja, sicherlich versucht sich Bayern immer so ein bisschen auf die Champions League sicherlich zu schonen, aber zu Hause werden sie keine Mühe haben. Dafür ist Bremens Abwehr auch noch zu wackelig, trotz der durchaus jetzt zwei Erfolge in den letzten beiden Spielen. Also Bremen ist ein bisschen mehr im sicheren Mittelfeld jetzt, aber Bayern wird es zu Hause machen, Heimsieg. Und dann haben wir Leverkusen HSV. Ja, ist sehr schwierig. Ich hätte HSV durchaus hier auch unentschieden oder auch einen Sieg auswärts zugetraut, also x2, aber jetzt da der Spahic, der momentan absolut Stabilitätsfaktor ist beim HSV, wegen der fünften Gelben gesperrt ist, habe ich so ein bisschen Sorge, dass HSV da in der Abwehr doch ein bisschen wieder, also der Juru und der Kleber, die dort in der Abwehr spielen, sind immer mal für irgendwelche Fehler gut und Leverkusen ist für mich dann doch dort Favorit. Also ich würde jetzt nicht Geld auf Hamburg setzen. Unentschieden ist sicherlich drin, aber Leverkusen muss eigentlich zu Hause auch jetzt gewinnen, damit sie nicht wirklich einen Anschluss verlieren an die Euroleague oder auch Champions League Plätze sowieso. Dortmund gegen Mainz. BVB ist für mich eigentlich doch zu Hause dann am Sonntag noch klar Favorit. Dortmund wird es machen und die werden sich jetzt nicht, also die werden, ich glaube auch Mainz ist zu sehr bekannt. Tuchel, der weiß genau, wer da gegen Mainz spielen muss. Und ich traue hier Mainz keine Überraschung zu, so wie sie es in München gemacht haben. Also hier auch Dortmund zu Hause kann man durchaus die 1 tippen. Auch wenn es nur 1,32, die Quote ist ein bisschen dünn. Aber Dortmund ist schon stabil zu Hause einfach eine Macht und wird das gewinnen. Gut, und jetzt komme ich halt diesmal zu, ich habe mir so zwei Dreier-Kombinationen rausgesucht, die man wirklich nachtippen könnte, wo ich auch dran glaube. Ihr könnt mich da ja mal testen und das mal einfach versuchen mit kleinen Einsatz nachzutippen oder zumindest mal prüfen. Also, ich will einmal so eine Art Sicherheitskombi machen, immer als Dreierweg, weil ich halte immer sowas für Interessantesten, so ein Dreierkombi, da kommt da eben was Vernünftiges bei raus. Wenn man also, ich würde tippen, Hoffenheim-Wolfsburg, da gibt es eine Wette bei Bet at Home, beide Teams erzielen mindestens ein Tor. Ich bin der Meinung, es fallen dort viele Tore und ich bin auch der Meinung, beide Teams werden ein Tor erzielen. Da gibt es 1,47 für diese Wette. Das kann man spielen. Kombiniert dann mit Gladbach Bank zu Hause gegen Frankfurt für 1,58. Das, wie gesagt, multipliziert. Und dann mit Dortmund BVB zu Hause gegen Mainz die 1,32. Das als Dreierkombination multipliziert gibt für 100 Euro Einsatz. Immerhin mit einer Quote von 3,065 würde es 306,50 Euro Auszahlung geben. Das gleiche natürlich, wenn ihr mit 10 Euro spielt, kriegt man dort dann 30,65 Euro. Also eine gute Dreierquote kombiniert als durchaus Sicherheit. Ich glaube an diese Tipps. Etwas mehr Risiko wäre die zweite Variante, wenn wir als Bank weiterhin Gladbach nehmen für 1,58 und auch durchaus diese Wette als beide Teams ein Tor, Hoffenheim-Wolfsburg, auch für 1,47, also das gleiche geblieben. Als drittes Spiel würde ich dann dazu aber nehmen, Schalke gewinnt bei Hertha BSC. Da gibt es eine 2,73, also schon eine vernünftige Quote auf Schalke. Und dann würde es also hier
eine Quote von 6,34 multipliziert geben. Das heißt, für 10 Euro als Risikotipp gibt es 63,40. Das ist schon eine schöne Auszahlung. Oder wenn man eben ein bisschen mehr Risiko, 50 Euro kann man tippen, kriegt man 317 Euro Auszahlung. Also das sind meine beiden Tipps fürs kommende Wochenende. Und wir sind auch gespannt natürlich und würden uns auch freuen über eure Tipps. Das heißt, wenn ihr jetzt die Bundesliga mal mittippen wollt und ein paar heiße Tipps und Meinungen habt, postet das in der Kommentarfunktion. Wir freuen uns darüber sehr auf Hochgepokert. Und vielleicht finden wir einen besonderen Experten, wo wir sehen, wow, der hat wirklich das richtige Näschen. Und dieses Talent werden wir dann auch hier mal vorstellen. Das heißt, postet mal was und wir schauen mal, wer da wirklich sich besonders, besonders gut erweist und einen guten Instinkt, eine gute Nase und auch Ahnung hat. Dieses Tipptalent werden wir dann hier auch mal vorstellen. Ja, das war's für diese Woche. Jede Woche wieder jetzt das Wettstudio. Bleibt dran und bleibt uns treu. Und wie gesagt, Feedback, Lob, Anregung, Kritik, alles ruhig posten. Wir freuen uns drüber. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.